Regina Merter. Ich stamme aus Wien. Bin hier geboren. Ich lebe und arbeite hier in Wien. Ich habe aber auch mein Atelier am Riederberg, und wo ich vielseitig male in Öl, Aquarell, Acryl. Ich zeichne auch sehr viel mit Kohle, mit Bleistift und mit Rötel. Und meine Themen befassen sich mit dem Wunder Mensch, dem Universum, allgemeine Natur, dem Lebenskreislauf und auch zeitkritisch vor allem, will ich das alles einfließen lassen. Ja. Du hast mir die Frage jetzt mit der Antwort schon vorweggenommen. Das heißt, ich kann zur nächsten wirklichen Frage übergehen. In dieser Ausstellung haben wir ein ganz besonderes Thema gewählt, den Polster. Ja. Was hat dir am Anfang dieses Thema gesagt und was hast du dir bei der Arbeit gedacht? Das Thema Polster ist etwas Weiches, was Kuscheliges, was Menschliches, was Urmenschliches. Und zu diesem Thema kann man aber auch wichtige Themen einbringen, die mir am Herzen liegen. Bei mir war es auch das Thema Wasser. Wasser ist Leben, Wasser ist kostbar. Ich habe das so gewählt und so eingebracht in den Polster. Also das ist dir sehr gut gelungen, das zu vermitteln. Jetzt darf ich dich noch fragen, für die nächste Zukunft, nächsten Monate oder nächsten Wochen, welche aufregenden Projekte hast du so vor dir? Was wirst du in nächster Zeit machen? Aufregende Projekte sind jetzt vom 14. bis 17. April Art Expo New York. Dann eine Ausstellung in Wien mit 8 Künstlern. Im Kunstraum Wien in der Galerie Dornhofer. Und ich bin auch heuer dabei, und zwar bei der Art Biennale, Architekturbiennale, im Rahmen dieser Biennale mit einer Ausstellungsgalerie und mit einigen Künstlern. Ja, das ist das Nächste. Vergangenes Jahr war ich dabei bei der Biennale, im Rahmen der Biennale auch mit einer Galerieausstellung in Venedig. Ja, dann wünschen wir dir viel, viel Erfolg und viel Kraft für die vielen Aktivitäten, die du vorhast, und danke, dass du daran teilgenommen hast. Ja, ich danke. Es war mir ein Anliegen, bei diesem Thema mitzuwirken. Es hat mich sehr gefreut. Schön, danke.